So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Und ich habe einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass dieses Baby, was auf dem Cover von dem Album Nevermind von Nirvana, die Band wird ja der eine oder andere kennen, zum Beispiel Smells Like Teen Spirit, verdammt guter Song. Ne? Kurt Cobain in wirklich einem seiner besten Songs, wie ich persönlich finde. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von der Musik haltet. Und viele Leute werden von euch kennen, da ist so ein Baby im Pool, was so die Hände auseinanderhält und so einen Mund hat. Und davor hängt noch so eine Dollarnote an so einem Haken. Es sieht so aus, als ob das Baby da irgendwie hin will. Irgendwie sowas. Was sie damit aussagen wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das damals 1991, als das Album rausgekommen ist, Nevermind, dieses Cover des, ja, dieser CD. Und jetzt, 30 Jahre später, geht der Junge, der auf diesem Bild abgebildet war, dieses kleine Baby, Spencer Alden, hin und verklagt die Band bzw. Bandmitglieder, haltet euch fest, wegen Kinderpornografie. Das ist jetzt wirklich so strange, wie es klingt. Ich kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Hier heißt es nämlich, Spencer Alden war 4 Monate alt, als ein Foto von ihm unbekleidet unter Wasser im Pool gemacht wurde. Hinter der Kamera stand der Fotograf Kirk Weddle. Er zahlte den Eltern $200 dafür. Ja, nach 30 Jahren hat er jetzt wohl sich entschieden, da zu klagen, denn so heißt es hier weiterhin. Er fordert von den noch lebenden Bandmitgliedern, den Nachlassverwaltern von Kurt Cobain und weiteren Personen Schadenersatz in Höhe von jeweils $150.000, nicht insgesamt, sondern jeder betroffenen Person. Denn, heißt hier weiterhin, weder er noch seine Eltern hätten damals zugestimmt, schreibt das US-Promi-Portal TMZ, schreibt die Welt wiederum am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtslagen. Seiner Meinung nach handle es sich um Kinderpornografie, mit der Band sei abgesprochen worden, seine Genitalien mit dem Aufkleber zu bedecken. Dies sei aber nicht geschehen. Ja, vielleicht sollte der junge Mann sich da auch mal mit seinen Eltern darüber unterhalten, was denn da für eine Abmachung gegolten hat oder auch eben nicht, wenn das gar nicht verschriftlicht wurde. Interessant ist auch noch der letzte Punkt. Laut den Unterlagen sieht sich Alden lebenslänglich geschädigt. Von der Band lag zunächst keine Stellungnahme vor. Ja, aber sorry, wenn ihr jetzt ein Kinderfoto von mir seht, da weiß jetzt auch keiner, dass ich das bin. Das ist dadurch bekannt, weil der junge Mann sich damit publik macht. Und das macht er nicht erst jetzt hier seit 2021. Ich habe nämlich in Erinnerung gehabt, dass ich vor Jahren einen Artikel darüber gelesen habe. 27. September 2016, also exakt knapp 5 Jahre her, Los Angeles im Jahr 1991, bla bla, da war nämlich das Album 25 Jahre alt geworden. Ja, und da ist komischerweise der Protagonist dieses Covers, dementsprechend der junge Mann, der Spencer, hingegangen und hat sich erneut ablichten lassen, wie er da aussah. Da noch lange Haare, hängt er da so irgendwie im Pool mit Badehose wiederum und hat, genauso wie auch damals vor 25 Jahren davor, jetzt mittlerweile vor 30 Jahren, ebenfalls $200 für dieses Shooting bekommen. Also ganz so, wie soll man es sagen? Unbegeistert scheint er ja nicht zu sein, diesen Fame da mitnehmen zu wollen. Also ich finde das einfach nur albern. Meiner Meinung nach sieht es so aus, oder kann man es wirklich sagen, er versucht da jetzt einfach nochmal ein paar Dollar rauszuholen und mal gucken, ob das gelingt. Ich finde es nicht. Es ist nicht in Ordnung, hier mit dem Begriff der Kinderpornografie wirklich vorzugehen und sowas zu sagen. Wenn es wirklich diese Abstimmung gegeben hat, da den Schniedelwutz abzudecken, dann ist das absolut nicht in Ordnung, dass das nicht getan wurde. Aber nach 30 Jahren und vor 5 Jahren war das Thema irgendwie noch nicht so auf dem Fokus bei ihm. Verstehe ich nicht besonders, weil es nämlich hier bei tz.de auch noch hieß, er hätte nämlich wohl auch gerne seine Badehose weggelassen. Das aber wiederum hat der Fotograf nicht haben wollen. Fotograf John Chappell war von dieser Idee allerdings nicht sehr angetan und bat ihn, eine Badehose anzuziehen. Also ganz so traumatisierend und alles drum und dran kann der Mann wohl nicht sein, wie ich finde. Aber schreibt mal eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.